Oh, pass doch auf, wo du hinläufst. Sorry. Was denn los mit dir? Nein, ich beruhig mich nicht. Lauf mal anständig, du. Bitte? Kannst du nicht anständig auf den Weg gucken, wo du hinläufst, Mann? Was willst du eigentlich? Fiona, komm mal ein bisschen runter wieder. Nein, guck doch mal hin, wo du hinläufst, Mann. Macht man das so bei euch, ja? Mach doch Abdul nicht so scheiße an. Geh und verpiss dich zurück in dein Land, du. Ernst? Ja, ist mein Ernst. Frag nicht so blöd. Wer braucht euch denn schon hier? Fiona, beruhig mich mal. Nein, ich beruhig mich nicht. Ihr macht uns alles kaputt. Alles macht ihr hier kaputt. Ihr klaut unsere Kinder und macht unseren Staat kaputt. Geh zurück, wo du hergekommen bist. Und nimm deine ganze Sippschaft mit, Mann. Jetzt ehrlich. Ey, Fiona, komm mal wieder ein bisschen runter. Was Nein, soll komm denn die Scheiße? Nicht. Nein, es ist doch so. Ja, hau ab, du. Mein Gott, Fiona, was ist denn los mit dir? Warum machst du ihn denn so scheiße an? Sein Vater ist der Grund, warum mein Vater seinen Job verloren hat, Henrike. Ey, das stimmt doch überhaupt nicht. Doch, das stimmt. Ach komm, wir gehen. Also ich kann nachvollziehen, dass Fiona traurig ist und verzweifelt ist, dass ihr Vater keinen Job mehr hat. Aber ich gehe davon aus, dass Abduls Vater ganz sicher nichts dafür kann, schon gar nicht, dass er Ausländer ist. Also das sind zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Seid ihr endlich! Was denn? Hier ist auch alles scheiße. Fernseher geht nicht. Hat extra den Nachbarn angezappt. Nicht funktioniert. Du hast übrigens auch kein Bier kalt gestellt, wo du heute früh gegangen bist. Und ich hab ja halt dann nicht zu gekriegt. Mensch, Papa, beruhige dich doch mal bitte erstmal. Das Bier kann ich doch gleich noch kalt stellen. Gleich noch kalt stellen? Den ganzen Tag hab ich nichts gehabt. Ich hab Hunger, ich hab Durst, ich hab alles. Hier, kick, geht alles nicht. Ja, Papa, jetzt beruhig dich doch bitte erstmal. Ja. Sag mal, gibt's eigentlich was Neues von der Jobfront? Bist du jetzt bei der Stasi oder was? Musst du mir jetzt hier ausfragen, was ich mache den ganzen Tag oder wie? Mal, Papa, ich frag doch nur. Weil für so einen guten deutschen Arbeiter wie dich muss es doch noch was geben. Naja, stimmt schon. Aber siehst du ja, die ganze Ausländer, die Socks hier, weil sie alle herkommen, nehmen mir ja die Arbeit weg. Uns Deutschen nehmen die Arbeit weg. Das ist ja das Problem. Die Behauptung, dass Ausländer Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen würden, ist aus mehreren Gründen nachweislich falsch. Wenn Rolf mit seinen Behauptungen noch weitergeht und die Grenze zur Diskriminierung überschreitet, dann besteht irgendwann sogar die Gefahr, dass er sich wegen Volksverhetzung strafbar macht. Darauf steht Freiheitsstrafe von mindestens 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Papa, horch mal, ich habe heute Abdul getroffen. Abdul? Erwähnen den Namen doch in meinem Hause hier, oder was? Warte, warte. Ich hab's ihm richtig gegeben, Papa. Haha. Gut, gut, sowas schön, deutsche Mädchen. Mensch, Papa, aber trotzdem kannst du dich nicht so hängen lassen. Du musst dir einen neuen Job suchen. Ja, ist ja nicht so einfach. Ich will ja auch eine Arbeit haben, wo nicht so viele rumrennen oder Ausländer überhaupt. Die warten ja nur auf einen Deutschen, der irgendwo einen kleinen Fehler macht, den sie gleich eine Tür helfen können. Verstehst du? Ich bin dann wieder der Doofe. Und die sagen dann, der doofe Deutsche. Na, das wirst du wohl nicht erleben, dass ich dann vielleicht noch einen Chef habe, der Ausländer ist oder was? Mensch, Papa, beruhig dich erstmal. Was hältst du davon, wenn ich dir eine schöne Wurststulle mache? Ja, das ist eine gute Idee. Eine Stulle ist erstmal eine ganz gute Idee. Und bring mal gleich ein Bier mit. Papa, ich bring dir lieber ein Wasser mit. Wie ein Wasser? Bin ich eine Kuh oder was? Ja, okay, okay, ein Bier. Scheiße. Muss den Nachbarn quatschen. Jawohl. Hier, Papa, hast du erstmal dein Bier und die Stulle kommt gleich. Wunderbar. Lass die Schalasie zu, das staubt. Oh Mensch, Papa, du brauchst doch auch noch frische Luft. Ey, ich bin arbeitslos, nicht bekloppt, verstehst du? Brauchst mir ja nicht so zu kommen. Mach die Stulle jetzt. Ja, ist ja okay. Ich frage mich eigentlich, wo hier die Mutter in dem Film ist. Denn die Tochter wird als quasi Frau im Haus missbraucht. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Mutter vielleicht auch mit dem Vater von Abdul abgehauen ist. Boah, krass. Also wie das hier aussieht, ich war gerade mal einen Monat nicht hier und es sieht aus wie eine Müllkippe. Ja, war voll schlimm. Ich weiß, ich muss hier mehr machen. Und übrigens, dass du das mit meinem Vater eben mit anhören musstest, tut mir leid. Das ist mir ganz schön peinlich. Mensch, Fiona, wir sind Freunde, dir muss es nicht peinlich sein. Ja, seitdem mein Vater seinen Job verloren hat, weiß ich nicht, geht alles bergab. Mhm. Er säuft viel zu viel und liegt nur noch auf der Couch rum. Boah, krass, er sah wirklich nicht gut aus. Ja, ich weiß. Backst du das Brot erst, oder was?
Willst du da erst ein Gedicht drüber machen oder ein Lied draus mit singen oder wie? Kann es so schwer sein, eine Stunde zu machen? Mann! Also eigentlich müsste sich die arme Fiona ans Jugendamt wenden und dort um Hilfe bitten und ganz schnell von zu Hause ausziehen, denn der Vater versaut ihr, glaube ich, gerade das Leben. Siehst du, das meine ich. Er ist nur noch aggressiv und am Rumpöbeln. Ich kann es ihm nicht recht machen. Das ist alles wegen diesen scheiß Kohlefressern. Aber Fiona, er hat den Job verloren, weil er immer unpünktlich war, nur im Bett liegt und er verpennt ständig. Ach, ich weiß nur, dass Abduls Vater den Job von meinem Alten übernommen hat. Und wäre Abduls Vater nicht, würde ich jetzt nicht in der Scheiße sitzen. Mensch, Fiona, das wird schon. Du musst dich mal ein bisschen ablenken. Wollen wir nicht am See fahren oder so? Naja, vielleicht hast du ja recht. Vielleicht ist es besser so. Ja, komm, wir gehen. Prost, auf dass alles besser wird. Mensch, Fiona, zieh schon wieder ein Gesicht. Lass sie mal nicht so runterziehen, das wird schon wieder alles. Ach, was soll denn werden? Was soll denn werden? Auf Arbeit läuft scheiße, meine Chefin ist scheiße zu mir, die Kunden sind alles nur dreckige. Ach, Fiona, du bist echt naiv, wie kann man denn so denken? Was denn? Ohne diese hätte mein Vater noch seine Arbeit und alles wäre gut. Überall sind diese dreckigen. Du hast die Einstellung schon wie dein Papa. Ehrlich, du musst damit aufhören, Mensch. Ja, naja, weißt du, überall ist es dasselbe. Egal, wo du hinguckst, in den Schulen, in den Kindergärten, im Jobcenter, bei mir in der Wäscherei, überall sind die. Die machen sich überall breit. Wären die alle nicht hier, hätte mein Vater noch seinen Job und alles wäre gut. Ja, das ist eine gute Idee. Na, guck mal, was wollen die denn jetzt hier? Die scheiß. Hier aus, ne? Ja, das ist eine gute Idee. Nein, guck dir das doch an. Die könnten sich am Ende vor den Strand hinsetzen. Was wollt ihr hier? Setzt euch mal woanders hin hier. Was denn mit euch los? Setzt euch mal woanders hin. Man verpisst dich. Fiona, beruhig dich mal ein bisschen. Komm mal ein bisschen hier runter. Was wollen die hier? Die machen doch nichts. Scheiß. Darf ich fragen, was ist los mit dir? Geh und verpiss dich. Nimm deine Olle und geht. Verpiss dich. Problem ist auch so. Ich hab ein Problem. Euch beide, dich und deine. Nehmt eure Sachen und verpisst euch, Mann. Was für ein verpiss dich? Ja, du sollst dich verpissen. Was ist dein Problem? Du und deine komische Tussi. Was ist denn dein Problem? Ihr macht alles kaputt. Wegen euch gibt's hier nur Probleme. Zur Info, ich wurde hier geboren und ich arbeite als Mechaniker, okay, und verdiene mein gutes Geld. Wer andere Menschen wegen ihrer Herkunft, Religion oder Hautfarbe diskriminiert und beleidigt, der macht sich strafbar. Das ist so in den internationalen Menschenrechten geregelt. In Deutschland stellt die Tat eine Beleidigung dar. Darauf steht Geldstrafe oder sogar Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Und was machst du hier so? Es geht dich einen Scheißdreck an, was ich mache. Wer bist du denn, dass dich interessiert, was ich mache? Hey, bist du vielleicht dumm geboren oder so? Was ja, heißt denn hier dumm geboren? Was soll, diese Scheiße hier? Geh zurück dahin, wo du hergekommen bist, Was denn? Was willst du denn von mir? Geh, nimm deinen Tutti und hau ab, Mann! Mann, Schatz, komm, lass uns einfach mal gehen. Lass uns abhauen, ich schwöre, das geht gar nicht mehr. Komm jetzt her, Mensch, Fiona, hör endlich mal was auf. Was ist denn? Mach doch deine Augen auf, wegen denen hat mein Vater keinen Job. Du, das liegt an deinem Papa alleine, dass der keinen Job hat und nicht an die anderen. Und jedes Mal, wenn wir hier liegen, laberst du irgendwelche Leute voll. Die sind gemeingefährlich. Ey, Fiona, du bist so bescheuert, ehrlich. Die Leute sind so friedlich, die haben nichts gemacht, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben. Guck mal, jetzt verpissen sie sich. Habe ich endlich, was ich wollte. Bist jetzt auch noch stolz drauf, oder was? Ja, natürlich. Du bist doch bescheuert, ehrlich. Sollen sie doch dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind. Wer braucht sie denn hier? Fiona, das sind ganz normale Menschen, die haben nichts gemacht. Was nichts gemacht? Die sind gefährlich, die klauen unsere Kinder, nehmen uns unsere Jobs weg und nehmen uns unser Geld weg. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Alle auf Staatskasse leben und krumme Geschäfte, natürlich. Ach. Ich hätte nicht die Engelsgeduld, wie Henrike das gerade hat. Ja, ich würde ihr den Mund zuhalten und ich würde sie wahrscheinlich selber anzeigen gehen. Das geht für mich gar nicht, auf der Straße Leute so zu beschimpfen oder eben wegen einer anderen Hautfarbe sie zu diskriminieren. Das ist für mich ein absolutes Tabu und No-Go. Na, meine Kleine, was hast du? Nichts, Papa. Ach, ja. Ich hab dich lieb, Papa. Doch, ich hab dich auch lieb. Na gut, Papa. Ich muss los zur Arbeit. Ja. Schönen Tag dir, ja? Na, dir hoch.
Viel Spaß. Danke. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody. Schönen guten Tag. Guten Tag. Schlechten Beinen aufgestanden oder was? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ist ja egal. Ich möchte alte Hemden abgeben, aber dafür will ich auch natürlich morgen frisch haben. Ja, nee, ist klar. Wie behandeln Sie eigentlich meine Hemden? So wie man die Hemden eines Ausländers behandeln muss. Wie reden Sie eigentlich mit mir? Sonst noch irgendein Wunsch? Meine neue Hemden will ich jetzt sofort abholen. Dann hätte ich gerne einen Abholschein. Einen Moment. Ich habe leider zu Hause vergessen. Wer hätte gedacht, okay? Ohne Abholschein auch keine Hemden. Ich bin seit Jahren hier Stammkunde. Das ist mir egal. Ohne Abholschein keine Hemden. Comprende? Verstehen Sie mich nicht? Ich bin seit Jahren hier Stammkunde. Ihr Ausländer, ihr klaut alle. Weiß ich, ob das wirklich Ihre Hemden sind? Pff, ohne gebe ich nichts raus. Juna, was ist denn hier schon wieder los? Will seine Hemden abholen, hat aber nicht mal einen Abholschein dabei. Wie kannst du sowas sagen? Das tut mir sehr leid. Das darf echt nicht passieren. Das tut mir vielmals leid. Ich möchte meine neuen Hemden abholen, bitte. Natürlich bekommen Sie Ihre Hemden. Wir gucken gleich. Ich glaube, hier, das ist auch Ihre Hemden. Genau, hier von da sind Sie. Das sind die doch auch. Genau. Das tut mir sehr leid. Und Sie brauchen es auch heute nicht zu bezahlen. Das tut mir sehr leid. Ich weiß gar nicht, wie man... Genau, das ist es. Ich will einfach abholen, ja? Und morgen will ich die fertig haben, bitte. Natürlich. Schönen Tag noch. Tschüss. Wiedersehen. Entschuldigen Sie nochmals. Was ist mit dir los? Was soll denn mit mir los sein? Das war ein... Wie beleidigst du unsere Stammkunden? Ja, aber es war ein... Was soll ich denn machen? Das sind unsere Kunden. Wenn ich sowas nochmal höre, dann kannst du deine Sachen packen und gehen. Pff, auf wessen Seite stehst du eigentlich, du Ausländer-Helfsschlampe? Was hast du gesagt? Ausländer-Helfsschlampe. Fiona, das reicht. Pack deine Sachen und geh. Bist gefeuert. Ja, wer will auch schon in diesem Drecksladen arbeiten? Since we hung out, party every weekend out and about. Then we had no cares, we had no doubt. Staying up all night and playing you. Endlich Feierabend. Feierabend für immer, nie wieder dieses bedienen. Was hat denn das jetzt schon wieder mit Ausländern zu tun? Was ist überhaupt passiert? Chefin, die pseudodeutsche Tina, hat mich vorhin gekündigt. Mein Vater hatte recht. Die nehmen uns allen den Job weg. War so ein blödes Arschloch in der Wäscherei. Und Tina, mich kündigt sie und der Penner, dem passiert gar nichts. Ja, das wundert mich nicht, dass du gekündigt wurdest. Du müsstest doch am besten wissen, wie das ist. Du hast auch keinen Job, Henrike. Ja, aber ich habe keinen Bock zu arbeiten. Und es liegt nicht an den Ausländern, Fiona. Ich würde Arbeit bekommen. Was? Das liegt nicht an den Ausländern. Du chillst dein Leben, oder Fiona, was? Fiona, du musst deine Wut jetzt nicht an mir auslassen. Was ist das denn jetzt? Fiona, lass dir in Ruhe. Ja, machen wir. Ey! Was, ey? Nerv nicht! Macht mal eure Mucke leise! Was ist los? Kümmer dich schon um deinen Scheiß! Mach deine scheiß Russendisco jetzt endlich auf! Was hast du gesagt? Scheiß Russendisco leise! Hast du mich gerade genannt? Du hast ein Problem mit dir! Du hast keine Ahnung, wie das ist! Ja, ich hab ein Problem mit dir! Hör mal zu jetzt! Ihr lasst dich scheiß kaputt hier! Du hast meine Bluse kaputt gemacht! Das ist nicht aber so du Problem! Geh mal zurück! Fass mich nicht an! Du, pass auf jetzt mal, nur ist jetzt verpiss dich nicht! Nee, wir werden nicht da! Geh von dir runter, du hast meine Blume gefallen! Ey, verpiss dich! Wir sind die Polizei! Meine scheiß Bluse, ey, verpiss dich! Was ist dein Problem? Verpiss dich mal, du verpiss dich! Sie hat das frei mit mir! Ey, scheiß Bluse, ey, mach mir am Arsch vorbei, ey! Lass sie mal in Ruhe, ja? Bist du, verpiss dich! Misch dich hier nicht ein! Ja, wenn du sie jetzt nicht in Ruhe lässt, dann rufe ich die Polizei an. Polizia. Ja, lass uns gehen. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Fiona, alles okay? Komm hoch. Sehr gut. Geht schon. Warum hast du mir überhaupt geholfen? Du, ich saß eben dort, hab gesehen, wie die Jungs auf dich losgegangen sind. Also, was wollten die eigentlich von dir? Was war denn los? Es war einfach nur so ein dummer Streit gewesen. Deine Bluse ist zerrissen. Ja, das ist meine Lieblingsbluse. Du, meine Tante ist Schneiderin, also sie kann es wieder zusammennähen. Nee. Du, so kannst du nicht rumlaufen. Und was ziehe ich jetzt an? Kein Problem. Kriegst meinen Pullover. Danke.
Das grinst nur so blöd. Siehst hübsch aus. Wie kriege ich jetzt mein Hemd wieder? Ach ja, schreib mir deine Nummer auf. Ich rufe dich dann an, sobald es fertig ist. Ich habe sogar einen Stift dabei. Cool, danke. Das ist meine Nummer. Danke. Ich rufe dich dann an. Alles klar. Ciao. Tschüss. Ciao. Hey, das ist doch ganz süß, oder? Na, ich weiß nicht, das ist ein Ausländer. Nun hör auf, scheiß doch mal einfach drauf. Du mal mit deinen ständigen Ausländern. Kannst schon nicht mehr hören.